Okay, Leute, wie ihr seht, draufklicken. So. Also, wie ihr seht, ich bin jetzt hier, weil ich habe in der prähistorischen Phase ein bisschen trainiert und mich eingewöhnt an Frog, also was ich gelernt habe. Also erstmal, verdammt. Level 29, ich weiß, ich übertreibe es, 26, 27. Also ihnen habe ich auch den Felsenhelm Rubinweste gegeben, was ich ja bekommen habe. Und das Heldenamulett, wo das 2% kritischen Treffer mit Masamune macht und so alles. Und ja, was noch? Ja, also techmäßig habe ich auch noch ihnen was beigebracht. Zum Beispiel, meine kleine Schwester schreit wieder rum. Also Wasser, ich war bei diesen komischen Typen, also Specchio oder so. Also was er zu ihnen gesagt hat, hat er gesagt, ja, du bist ein komischer Typ, anscheinend bist du wohl ein Frosch, deswegen gebe ich dir die Wasserfähigkeit. Hat er Wasser gelernt, hat er Heilen gelernt, Drehsprung lernt er gerade so. Und noch was hat er gelernt, ja, Wasserfall hat er gelernt mit dem Wasser, ist klar. Eiswasser, Angriff auf alle. Klingenwurf hat er dann gelernt und Platzbase, das macht er mit Robo, wie ihr seht. Und noch eins, Dreifachschlag, also ein Triple Tag, das erste Mal. Ich habe gelesen, das kann man gebrauchen, also beim Bossfight, deswegen habe ich es mir geholt. Und das Triple Tag funktioniert mit Robo, deswegen werde ich dann, also, wenn ich kurz mit Luke rumgespielt habe, okay, wie das klingt, also rumgekämpft habe, werde ich dann was anderes benutzen. Okay, was hat er gelernt? Er lernt gerade Verwirren, okay. Also wie viel braucht er dann eigentlich noch dazu? Ach, 500 leckt mich. Sie hat Schutz gelernt und Feuerangriff lernt sie gerade das. Male habe ich dann Hass beigebracht. Und sie lernt gerade Eis. Und das ist eigentlich alles. Und Uzi Punch lernt auch gerade 306. Und also, was soll ich jetzt zeigen? Ich zeige euch mal die ganzen Attacken, die ich jetzt gelernt habe. Ja, geh einfach durch. Okay, die komischen Viecher kommen, das ist gut. Da kann ich auch die Attacken beibringen, also zeigen. Und welche lernen? Zeige ich erstmal Wasserfall. Du zeigst mal nichts. Du zeigst einfach nichts. Und du greifst einfach mal an. Und wie ihr seht, 694 Schaden. Das Teil lebt noch. Es lebt nicht mehr, okay. Okay, das war gut. Also für die Leute, die wissen wollen, die prähistorische Phase zum Leveln ist sehr gut geeignet dafür. Und ich muss die ganzen Attacken noch alle zeigen. Din, 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 din. Din, din, din. Fick dich doch ins Popola. Ich kann nicht singen. Okay, ich muss sowieso zu diesem Berg da ganz rechts da. Da ist der mystische Berg, wie sie gesagt. Nein, der magische Berg oder so. Porestube. Wir müssen ein bisschen schlafen. Ja, sehr gut. Jetzt schlaft. Din, 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 din. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir geschlafen. Und Glenn ist der komische Typ. Und noch was. Es ist gerade gegangen. Okay. Paar 17 habe ich erklärt dir, wo man die ganzen Sachen holt. Also Felsenhelm und Rubinweste und so. Also das könnt ihr auch selbst herausfinden, dass es beim Händler, also bei diesem Häuptling da, also dieser Typ, der das verkauft. Der zweite Typ von links, der kann euch das, sagt euch, was ihr braucht, um diese ganzen Sachen zu holen. Und okay. Okay. Was machst du? Redest du mit der Wand? Das ist nicht gut. Das nenne ich mal Schizophrenie. Hallo? Hallo? Ah! Was sind das für kleine Viecher? Heda! Heda oder so. Es ist Cyrus. Rennt um euer Leben! Achso, er wurde gerade gemobbt von den Vierlingen. Die Mutter hatte wohl eine sehr große Fa. Nein, Vagina. Schnief, danke. Cyrus. Glenn, manchmal müssen die Menschen einfach die Zähne zusammenbeißen. Was sagst du dazu, Frosch? Aber getroffen zu werden tut weh. Achso, er wurde gerade gemobbt. Du bist ein Weichling, Glenn. Okay. Wer bist du denn? Okay, das ist Glenn. Und wer ist das? Ist das Cyrus oder was? Cyrus, bist du es? Hallo? Hey Glenn, ich spiele mit den Gedanken, ein Ritter zu werden. Okay, das ist Cyrus. Ich weiß, du wolltest dich melden. Du wärst ein großartiger Krieger. Hast auch eine tolle Rückenmuskulatur. Und wie wäre es mit dir? Ich wäre ein Opfer der Gesellschaft. Und Hartz-IV-Empfänger. Ich würde es wohl nicht schaffen. Warum nicht? Du bist sogar besser mit dem Schwert als ich. Oha. Er? Er hat immer Muckis, was los? Ich weiß nicht. Mich deucht. Ich könnte niemals jemanden verletzen.
hast du aber schon sehr viele Mystika, sehr viele mystische Wesen, sehr schlimm verletzt. Das werden die dir niemals verzeihen. Oh, achso, jetzt zeigen die, was passiert ist. Okay. Meine Behauptung, dass ein Frosch ist, stimmt dann wohl bestimmt. Jetzt. Oder? Ja, er ist ein Frosch. Da ist eine Schatztruhe, die ich gerade gesehen habe. Wo ist der verdammte Berg, wo die da waren? Ich will die Schatztruhe haben. Die Schatztruhe habe ich gesehen. Die werde ich nicht vergessen. Die werde ich nicht vergessen. Und dieses Froschamulett. Oder was es war. Was es war. Oder das Heldenamulett. Ja, ist klar, das kommt sofort zu uns. Ist klar. Das Amulett. Das Heldenamulett. Okay. Gib mir das Masamune. Hier. Wieso steckst du auf dem Boden? Er hat gesagt, du sollst ihm das geben, aber egal. Ja? Hallo? Mein Name ist Glenn. Sirens Hoffnung und Träume und jetzt das Masamune. Und geben werde ich Margos ehrenvolle besiegen. Geile Sache. Was machst du jetzt? Verdammte Kacke, ist voll laut hier. Mama, schneller. Ach du Scheiße, war voll laut. Ah, meine Ohren. Verdammt, oh Scheiße, meine Ohren. Ich dachte nicht, dass es so laut wird. Von wo kommen die Steine her? Ja, übertreib nicht. Aber das war geile Szene, aber richtig. Okay, dazu sagen sie nichts mehr. Dazu sagen die irgendwie nichts mehr. Okay, okay. Fledermaus. Und Objekt, warte, hat er das Masamune angelegt? Ja, okay, das Masamune hat eingelegt. Das ist sowieso gut für das Masamune. Okay. Fledermaus, was los? Achso, wir sollen angreifen. Vampir gegen Gremlin. Wer von euch ist ein Vampir? Gremlin? Gremlin sehen doch anders aus. Ja, fick mich. Okay, weiter geht's. Ich wurde wieder gestört, wie immer. Und Angriff. Ah, what the fuck? Ich bin so overlevelt und... Ach, egal, komm. Feuerwurf. Stirb. Stirbst du? Endlich, okay. Ja, fick dich, du Ratte, mit der 14 Schadenspunkten, die du hier anstellst. Willst mich knopfen oder was? Hier, Gewitter, stirb. Spiri macht eh nichts. Ach, ich bin echt overlevelt. Aber ich muss noch die ganzen die andere Fähigkeit von Robo zeigen, aber die zeige ich ihm bei Boss. 160 habe ich bekommen. Für solche leichte Bastarde. Fledermaus verfolgt mich. Ey. Durch ein Geheimnis versiegelt? What the fuck? Lass mich in Ruhe. Hier. Okay. Ich habe eine Idee. Ich mache einfach ganz. Ach, leck mich. Wieso greifst du schneller an als ich? Gewitter 2 und dann hat sich alles erledigt. Und übertreib. Jetzt bist du weg. Du Teil da unten, bist auch weg. Also Leute, für die Leute, die das spielen wollen, wie immer gesagt, gut leveln. Haben die gerade was mal abgezogen? Die haben irgendwas abgezogen. Diese Bastard. Oh, leck mich. Ey, lass mich angreifen. Hör auf, mich anzugreifen. Gewitter 2. Jo, komm, kurzen Prozess. Ey, die haben irgendwas abgezogen, oder nicht? Das sah gerade so aus. Und von wo kamen die eigentlich? Das ist die bessere Frage. Okay, so, weg mit euch. 255, 10 Tech-Punkte. Sehr, sehr gut. Ja, mich kannst du... Oh, verarschen kannst du mich auch noch öfters. Gewitter 2. Ach komm, stirb schneller. Ja, Leute, das geht einfach schnell mit denen. Und so. Sehr, sehr gut. Und tut mir leid, dass mit der Stelle, also das mit diesem komischen Spekül, das nicht gezeigt habe, das war sowieso sinnlos. Er hat nur gesagt, ja, du bist ein Frosch. Ja, das habe ich schon eigentlich gesagt. Warte. Notiz in Blut geschrieben. Der Jongleur in Margos Schloss. Angriffe stärken seine Verteidigung.
Und? Krieg ich noch irgendwas? Krieg ich einen Speicherpunkt oder so? Ich werde einen Speicherpunkt haben. Und draußen ist Musik, wie ich gerade höre. Aber ich hoffe, ihr hört das nicht. Deswegen rede ich auch die ganze Zeit so. Das ist auch besser so. Und weiter geht's. Und wir machen Save State. Und dann raus hier. Und dann hier. Okay, magische Höhle. Din, 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 din. Okay, da muss ich hier rein. Markus Schloss. Okay, das ist gut. Und das ist auch weiter so. Und die Musik sollt ihr nicht hören. Und ich gehe einfach nach vorne. Wieso mache ich das nicht davor? Okay, und die Musik ist nervend da hinten. Das kann nur. Ja, was kann das nur sein? Das muss. Die. Das Schloss von Rio von Breath of Fire 1 sein. Ja, der Drache beweist es. Ein geiles Bild schon davon. Markus Schloss. Richtig, Markus Schloss ist es. Und rein mit uns, oder? Rein mit uns in die Hölle. Hallo? Wieso gibt's hier keinen Sound? Wieso gibt's hier keinen Sound? Wieso hört ihr die Musik von draußen? Ich hoffe, ihr hört die nicht. Okay, wir gehen mal geradeaus. Das ist ein Fenster. Gehen wir nach links. Wer bist du denn? Hahaha. Du? Ein Ethermillion. Ich hoffe, ihr hört die Musik da draußen nicht. Die ist so kacke. Und was bist du? Wir wollen spielen. Wir wollen spielen. Ja, spielt doch. Hahaha. Ha, ha. Und hier. Okay. Da drücke ich schon mal die Truhen. Ethermillion. Ja. Yeah. Und da kommt er halten. Und das Schwert will ich haben. Hallo, Schwert, gib her. Safe State zur Sicherheit. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, wie der Frosch. Warum muss er hüpfen? Er ist ein Mensch teilweise, ja. Der muss ja auch geradeaus gehen. Wie heißt das? Einfach gehen können, oder nicht? Egal, wir untersuchen alles hier. Und Kinderlein. Und da ist unser Schatz. Gollum. Herr der Ringe, unser Schatz. Wir wollen spielen. Hahaha. Ha, ha. Mein Schatz. Und du bist, wenn das nicht Luca ist. Ja, und? Wenn das nicht Luca ist. Ein Hintermel. Warum verfolgst du uns? Frog, euch geht es gut. Und? Mama. Kuno, also damit hast du deine Zeit die ganze Zeit vergeudet? Ich war schrecklich besorgt. Und? Aber das sind bestimmt nicht unsere richtigen Eltern. Okay, hier warten die zwei Bosse, oder was? Also damit hast du deine Zeit vergeudet. Ja, was willst du dagegen machen? Was willst du dagegen machen? Wenn das nicht Luca ist. Ja, schön. Das, du bist der Vater und... Ach, egal. Oh. Oh. Was kommt? Ach, Ötzi, du Wichser. Ötzi. Du Götzi. Marozzi. Klotzi. Willkommen, Glenn. Oder sollte ich dich Sir Frog nennen? Oder Frogman? Gahahaha. Oder du hast dich wieder einmal Pass Cywisse mitgebracht? Margus ist gerade sehr beschäftigt. Du musst es wohl mit mir aufnehmen. Um den Schwertkämpfer von Slash und Flair und den Magier und... Die Slash und Flair, wer sind die? Du musst alle 100 Monster in Margus Schloss besiegen. Okay, alle 100 Monster besiegen. Gewitter. Egal, ihr seid alle tot, oder? Hoffe ich jetzt mal. Sterbt ihr jetzt alle? Seid ihr jetzt alle gestorben? Ja, Leute, das ist die einfachste Art, die ganzen Monster zu töten, oder? Und kommen noch mehr? Hallo? 488 Erfahrungspunkte erhalten? Wollt ihr unsere Schatz? Ja! In diesem Fall. Spielt ihr mit uns. Bitte, bitte, bitte. Okay, wir müssen alle Monster besiegen, oder was? Was, alle 100 Monster? Werde ich dann machen, hier. Das werde ich dann machen, kein Problem. Wenn ihr alle sterben wollt, okay. Hier, tot mit dir. Sehr, sehr gut. So, ganz gut. 56 Erfahrungspunkte, fick dich doch. Was gibt's hier? Eine Barriere halten. Was ist eine Barriere? Ich weiß, was es ist, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was ich denke. Deswegen gucke ich lieber nach. Barriere. Block. Okay, das kann man dann einfach so einsetzen als Item, oder wie? Und du? Wenn das nicht Luca ist. Ich wusste es doch. Du lebst immer noch, meine Liebe.
Was ist das für ein Vater? Du lebst immer noch, meine Liebe. Gewitter 2. Heilt euch von irgendwas. Ich habe nämlich mal euch angegriffen. Angriff auf den hier. Was zur Hölle? Warum lebt der? Okay, der hat. Er lebt also. Scheiße, ist er tot? Okay, ich bin overleveled. Ich bin overleveled. Das ist. Damit kann ich das schon bestätigen. Ich bin overleveled. Ach du Kacke. Tag. Wie viel braucht er noch? Warte, wie viele Erfahrungspunkte brauchen die eigentlich noch? Fick dich. Wer lacht das so kaputt? Frag, euch geht es gut. Das ist ein Problem. Dagegen müssen wir was tun. Ihr. Okay. Gewitter 2. Du machst Angriff auf den hier. Scheiße, mein MP ist bald weg. Okay, weg mit euch. Okay, eigentlich ist das der Sound da. Ich will ja nicht, dass die ganze Zeit nur die Scheißmucke von draußen hört. Okay, die Monster sterben hier echt schnell. 413. Okay. Wir benutzen mal ein Ether-Medaillon. Davon haben wir sowieso schon sehr viel. Okay, Save State. Kommt welcher Boss oder... Die Mama. Kuna, also damit hast du eine Zeit. Ja, habe ich schon. Und, was willst du dagegen machen? So böse Kinder verdienen eine gerechte Strafe. Peitsch, peitsch, popo, popo. So würde das Final Mission sagen, aber bestimmt besser als ich. So. Und Gewitter. Ja, Leute, wenn ihr levelt, dann habt ihr auch kein Problem bei diesen Dungeons. Ich war schlau, dass ich gelevelt habe. Aber ihr seid ja auch nichts anderes gewohnt bei mir, dass ich jedes Mal level. So. 413 Erfahrungspunkte, 11 Tech-Punkte. Luca reicht in zur Stufe. Das war auch schon klar. Ja, die Fledermaus verfolgt uns immer noch. Und wer bist du denn? Hallo. Hallo, mein Freund. Der Magier Flair nehme ich an. Angriff, Angriff, Angriff. 182. MP-Sauger. Wie du sagst, meine ganzen MP weg. Halt, das war nicht Flair. Wo ist der echte Flair? Flair Ritter? Der ist bei Sido und Schild. Hält hier drüben. Wie kann man Flair heißen, verdammte Kacke? Gibst du auf, meine kleine Qualkoppe? Hey, wer bist du? Seid auf der Hut. Das ist keine gewöhnliche Frau, sondern Flair. Die... Nein, sondern Flair, der Ritter. Die Magierin. Was? Hey, ich bin ein Magier. Transe? Nein, wie heißen die beiden Typen, wenn das ein Geschlecht sind? Female oder Female oder Himmel oder wie bitte? Ein Kerl? Männlich Welpi, was bedeutet das schon? Macht es schön und ich besitze Macht. Armer kleiner Frosch, du bist sicher einsam, so ganz ohne Cybers und so etwas Ekliges verwandelt furchtbar. Ja, da du deine Freunde zum Spiel mitgebracht hast, werde ich das auch alle sehr angenehm machen. Nee, ich will nicht, dass du mit deinen komischen Händen mich anfasst hier. X-Schlag mache ich mal gleich. Was machst du da? Windwalzer, okay. X-Schlag. Willst du mich verarschen? Was greifst du mich an? Hör auf, uns anzugreifen. Okay, einfach Attacke. Das bringt irgendwie in Ordnung, das. Ich greife einfach diesen Hurensohn an. Einfach Angriff und er macht doch noch sehr wenig Schaden. Er ist eingeschlafen, Frog. Was ist los mit dir? Während des Kampfes darfst du nicht einschlafen. Ich mache Feuerklinge gleich. Feuerschaden, ja komm. Hallo, mach mal was. Okay, die sind alle unfähig dazu. Egal, ich greife einfach an. Ach, ich bin der Dumme auch noch. Ich habe nicht mal MP dazu. Bin ja nur so dämlich. So. Willst du mich verarschen, du? So. Top-Medaillon.
Regenbogensturm, Giftwind. So. Ach, Kacke. Objekte. Äther. Auf Chrono. Und du machst dann die Feuerklinge oder X-Schlag. Hör auf, ganz in unsere eigenen Mitglieder anzugreifen, du Bastard. Hör auf damit. Hast du mir gerade mit deinem Arsch mir eine gegeben, oder was? Verdammte Kacke. Wieso kann ich... Ach, egal, fick dich ins Knie. Ist Chrono eingeschlafen? Sag jetzt nicht, erst eingeschlafen. So. Okay, du lebst wieder so ein bisschen teilweise. Ja, fick dich doch ins Knie. Hätte gerne Robo... Ey, sag jetzt nicht, du musst jetzt alleine hier rumkämpfen. Was ist das für ein Beschiss? Alle sind eingeschlafen, ist klar. So. Ey, willst du mich verarschen? Wie machen alle Mittagsschlaf? Ach komm. Heilung bei ihm. Du machst dann was denn? Barriere. Top-Medaillon bei Frog. So und dann so. Fick dich doch mit deinem Regenbogensturm. Den ist sowieso behindert, diese Attacke. Ey, wie lange lebt er noch? Hier, komm, stirb. 120. Ich kann nicht mal einfach ihn angreifen oder eine Spezialattacke machen. Ich hasse diesen Gegner, Windwalzer. Ich brauchte einen Heiler in meiner Gruppe. Aber ich bin ja so dumm und hab keinen Heiler bei mir in der Gruppe jetzt. 244. Okay, komm, immer Angriff. So, 153. Wie viel Leben hat er eigentlich wieder? Ich hab vergessen. Die Blöcke, Flayers Magie. Was? Bist du behindert im Kopf oder was? Ach, Kacke. So. Ach, Frogman, du kackst langsam richtig. Ach, mal meine kleine Schwester wieder. Ja, fick dich doch ins Knie. Muss das jedes Mal treffen? Ich weiß es nicht. Belebung hier. Du machst mal, Top-Medaillon auf Chrono. Und Angriff, Angriff, Angriff. 125. Ey, du willst mich doch verarschen. Ach, komm. So. Okay. Belebung. Okay, zum Glück habe ich noch etwas. Nein, du machst mal Top-Medaillon auf dich selbst. Du machst mal, verdammte Kacke, Belebung auf sie. Okay. Belebung, gut. 153. Ach, scheiße, jetzt ist sie wieder tot. Top-Medaillon auf dich selbst. Du heilige Kacke, komm. Belebung hier. So. Jetzt kriegst du noch ein bisschen dazu, dass du nicht sofort abkratzt hier. So eine Scheiße, fahr zur Hölle, verdammte Hure. Willst du mich verarschen? Komm her. Okay, 69.
Ach komm, hör auf. Na, 13. Tonic. Ist klar. Ist klar, dass ich gerade sterben muss. Angriff. Okay, ich hab reingekackt. Ich kann nicht mehr gewinnen. Okay, ich kann nicht mehr gewinnen bei diesem Scheiß. So. Kurz geregelt. Wartet. Okay, nochmal. Aber diesmal wechsle ich meine Gruppe. Niemals mit der Schlampe Luca. Niemals. Wir nehmen hier den hier rein. Der kann uns wenigstens heilen die ganze Zeit. Und los geht's. Komm, red mit ihnen wieder. Ja, ich nehme an. Schön und Angriff. 182. MP-Sauger saugst jetzt von Chrono, es war klar. Okay, sehr, sehr gut. Jetzt kommt raus, dass das nicht die richtige war. Ja. Ja, komm mir zu, elende Schlampe oder Männlich. Egal, du bist irgendwas. Ach, dieser Kampf hat so aufgeregt wie ein ganzen Gift. Ich bin overlevelt. Wenn das jetzt ohne diese komischen Statusveränderungen wäre, dieser Bengel oder diese Missgestalt, der wäre längst tot. Aber nein, das muss dann sowas kommen. Ja, deine Freunde mitgebracht. Werde ich jetzt auch alle sehr, ja, puh auf dein Gesicht, puh. So eine Scheiße, Mann, so eine verdammte Kacke. Komm, einfach physische Angriffe, los. Ich versuche einfach keine Magie, ich mache einfach ganze physische Attacken. So. Aber erstmal Etamelion auf Chrono. Da kann er einen X-Schlag bei ihr machen. X-Schlag. Hör auf! Maxi-Klon. Der Regenbogensturm. Aber das kann unseren, also diesen Roboter nicht treffen. Das ist gut. X-Schlag. Komm. Bams! 503. Und so. 156. Gut. Okay, ich greife einfach normal an. Okay, gut, dass du sie angreifst. Wo ist der Robo-Angriff, den ich gelernt habe? Robo-Angriff. Ich mache gleich den Dreifachschlag, aber richtig. Komm, lass mich. Lass mich in Ruhe. Wer hat mich jetzt angegriffen? Hallo, lass mich angreifen. Robo-Angriff. Okay, scheiß drauf. Ich greife einfach so an. Der Blick Flares, ja. Deine Blicke Flares. Leck mich. Bin in der Kacke nochmal. 3-fach-Schlag. Komm, jetzt seht ihr diesen 3-fach-Schlag. Ja, Leute, das war er. Angriff. Weil Wettner ist jetzt tot. Nein, er lebt noch. So eine Kacke nochmal. Robo-Angriff. Ja, komm, leck mich. X-Schlag, komm. 404 Schaden. Und X-Schlag. 500. Hab ich gewonnen? Ja! Guck! 500 Erfahrungspunkte, 10 Tech-Punkte. Wie kann das sein? Sir Magus. Ja, guck Leute, nur mit den richtigen Charakteren muss ich kämpfen, dann habe ich auch gewonnen. Und hier eine Magiepille halten. Und wie viele Minuten habe ich gebraucht, das weiß ich jetzt nicht. Egal. Verdammte Scheiße nochmal. Okay, ich kann jetzt eigentlich weiterkämpfen. Okay, soll ich mit dieser Party eigentlich kämpfen, weil die ist eigentlich auch besser. Wartet.